aufgeregt. Die Bürgschaft frei nach Schiller. Es war einmal ein gemeiner Tyrann. Der schnauzt eh schon seine Untertanen an. Die mussten sich hin bei spärlichen Happen und durften dazu recht viel Steuern berappen. Da meint Herr Damon, ein Demokrat, jetzt, Brüder, passt auf. Ich dreh in der Tat. Und schon wirst er hinein in die Aktenmappe. 5 Handgranaten, die waren nicht von Pappe. Drauf schlich er sich hin zu dem Besentyrann und steckt dazu eine Zigarre sich an. Das durfte er nicht machen. Das hat verraten. Nu, er war eben noch neulich in Attentatstaten. Nun wurde mein Damon mit viel Gebrüll von Herrscher Schleif, der fragt, was er will. Nu, eigentlich wollte ich dich greilich ermorden. Doch nun ist, wie du siehst, nicht draus geworden. Da meint der böse Tyrann, du wolltest mich täten, nu gucke da an. Drauf rief er der Knecht, der 2 rohe Genalchen, kommt her jetzt und leier den Gerl auf den Galschen. Nu, musst denn gleich sein, das geht nicht so schnell, sprach Damon, der Handgranatenrebell. Ich muss erst nach Wurzen, mein Bester, zu der Clara, von mir eine Schwester, die heirat in Karle, von dem sein Sohn hat. Und nun ist er schon wieder im 7. Monat. Ich stell auch im Bürchen den Baul aus vorne, den Konstott meiner erwürschen im Sohne. Nu gut, mein Dionys, gondel nur zu, mir ist ganz wurscht, bammelt Paul oder du. Denn dass der Damon wieder käme zurück, das glaubt der Herrscher kein Augenblick. Doch kaum war die Clara, die Frau von ihrem Mann, eilt Damon heim, so schnell er nur kann. Und kurz vorm Ziel, da fängt's an zu gießen, als wollte die Erde in Suppe zerfließen. Herrje, schrie der Arme, soll ich denn verderben? Das ist ja abscheulich, da hilft doch kein Schirm. Und dabei so Unglück kommt selten alleine, rutscht auch noch die Brücke fort. Na, das war ihr Mähne. Kein Kran war zu sehen, da rief Damon, verdipp ich. Bin zwar wasserscheu, aber jetzt schwimm ich. Und glücklich erreicht er die andere Seite, kommt auf ihn zu eine grässliche Meute von Räubern und Mördern mit Spieß und Stangen. Die wollten dann Damon zum Armbrot sich fangen. Der aber nicht faul, puchte alle vom Kopf und saust drauf zu und mir streckt Galopp. Doch kaum ist er 20 Minuten hier ran, kommt eine Dame, tot, schick, elegant. Die wirft ihm einen Blick zu, der geht ihm durchs Mark. Jetzt, Damon, sei tapfer, jetzt, Damon, sei stark. Mir, ich kenne uns doch Lehrer, sprach zärtlich die Süße. Schon zittern dem Damen die Knie und die Wiese. Da denkt ein Paul und ruft, heut nicht. Die hübsche Kokotte zieht weiter ihren Strich. Und wilder die Damen und ruft sausen und jagen und sieht in der Ferne die Kirche überragen. Ihm fühlt er, jetzt wird ergriffen der Paul und rennt nach dem Ziel wie ein Wahnsinn. Der Gaul verliert den Latschen, Schirm und die Brille. Doch das ist ihm wurscht, kein Moment steht er still, fliegt über den Würstelmann, stürzt durch die Scheibe und landet vom Galgen mit Bib am Leib und ruft, halt, Henker, mich musst du fassen. Lässt mein Paulchen los, mich musst du fassen. Da sagt der Henker, sei ohne Sorgen, die hängen an alle Ermüdlichkeiten räuchen. Letzten Teil habe ich. Habt ihr den?